Herzlich willkommen zu Magicka 2, hier bei Let's Multiplay. Hier ist mein Gesicht. Herzlich willkommen. Heute mit dabei, ich mach's heute mal ganz kurz, damit wir das Intro jetzt schon gleich starten können, ist der Hidan. Hallo. Dann ist dabei von Bros und Spiele, ein neuer Kanal, der die nächsten Tage online gehen wird. Der wird auch noch unten verlinkt in der Beschreibung. Einmal der Fabi. Guten Tag. Ah, sehr schön. Ein bisschen Verzögerung ist immer drin. Und der Christian, mein lang verschollener Bruder. Ja, ja, kleine. Und Fabian, der kleine Bruder, ja. Und Fabian ist ja auch sowas wie mein Bruder, also von daher der passt das. Ja. Ja, lass uns doch einfach mal nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und das Spiel starten. Hab ich mir so gedacht. Magicka 2, Ja? Also nicht lang schnacken, Stab in den Nacken. Stab in den Nacken, ja, den habe ich gestern öfter mal gespürt. Oh. Ja, wir sind auch Herren, Herren der schlechten Wortwitze. Und ja, ich habe heute übrigens schon mal, auch wenn wir noch nicht 1000 Abonnenten haben, habe ich schon mal mein das 1000 Abonnenten-Special schon mal ein bisschen vorbereitet. Oh, oh ja. Was denn? Er war shoppen und hat ein Bikini gekauft. Das könnte durchaus sein, dass ich oder gewachst, eins von beiden. Na, ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht beides sogar. Das sind von Beate Huse. Nein, starte mal das Ding hier, ich will das Intro jetzt sehen. bevor es noch schlimmer macht. Bevor es peinlich wird für mich, ja. Ja. Nee, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet, ja. Wir reden darüber, dass du in einem Bikini auftrittst und es soll noch peinlich werden am Ende. Ja. Es okay. Könnte. Ja, keine Vampire. So. Ja, so viel kann ich gar nicht saufen, um das Video schön zu machen. Also mich im Bikini schön zu machen, so, das meine ich. Ja. Ja, wahre Schönheit kommt doch von innen, ne? Und da ist Alkohol. Ja. Für alles andere gibt es Alkohol, ja. Ja. Also worum geht's? Im ersten Teil gab es ja diese Magierkriege. Beziehungsweise, nee, gab es ja nicht die Magierkriege. Was im ersten Teil passiert, könnt ihr im ersten Teil nachsehen. Im zweiten im zweiten Teil geht es darum, dass die Magier verschiedene Schulen aufgebaut haben. Die Schulen gegenseitig Krieg geführt haben. Und die Magier so oft wiederbelebt wurden, dass sie nachher nur noch leere Hüllen waren. Stimmt's? Ja. Und total verblödet. Ich habe gerade im Untertitel lesen. Ja, das Problem ist bei mir in der Webcam, ist die Hälfte des Untertitels abgeschnitten, weil da mein Gesicht im Weg ist. Ja. Ups. Du bist einfach zu breit. Trägst du jetzt schon den Bikini? Nein, ich trage noch kein Bikini. Ja, er trägt jetzt schon den Bikini. Vielleicht unter dem T-Shirt. Unter dem T-Shirt habe ich vielleicht ein Bikini. Oh. Nein. Ich lenke ja niemanden ab hier. Ich gebe vielleicht ein Bikini drunter. Hui! Ja, herrlich, ey. Ja, du lenkst höchstens von dir selbst ab. Ich lenke immer von mir selbst ab, ja. Diese hässlichen Menschen, André. Ja. Cool, dich. Weiß ich nicht. Da hinten diese Schatten in den Zelt. Oh. Ja, die sind viel größer als die Schatten vorne. Komisch, ne? Perspektive. Ich kann nicht perspektivisch zeichnen. Kannst nicht Perspektive. Übrigens sehr charmant hier diese IKEA-Anleitung. Ja. Und der Tentakel. Ja. Stimmt. Der Tentakel der Macht. Wo gab's das denn nochmal? Das Tentakel der Macht. Hm? Day of the Tentakel. Ja? Tentakel, wie das Tentakel. Danke. Wir können kein Englisch, wir sind ein deutscher Kanal. Echt? Warum heißt sie denn Bros und Spiele? Naja, weil sie es können. Es ist eine Anlehnung an Brot und Spiele. Ah. Und man kann es auch Prost und Spiele aussprechen, aber es... Prost, meine Brüder. Achso, nee, warte mal. Hier hab ich meinen Humpen in der Hand hier. Prost. Prost, meine Prost. Flo, wie machst du das eigentlich? Sind bei dir die Intros immer kommentiert oder unkommentiert? Also schneidest du Audio raus? Ich hab mein Audio leise. Also von daher können wir ruhig reden und dann ist das ziemlich leise, das Ganze im Hintergrund. Okay. Hoffe ich zumindest. Nein, doch. Also das Problem ist natürlich, du hast halt immer, du kannst auch schnell mal einen Strike kriegen, wenn du Intros mitfilmst und mitnimmst, weil da manchmal auch Musik läuft oder die Stimmen irgendwie urheberrechtlich geschützt sind und so weiter. Deswegen, liebe Kinder, schaut bei den Videos von Gronkh immer mal ganz genau hin, wenn der seine Intros zeigt. Hm. Der redet nämlich auch die ganze Zeit. Ja, der ist mir nicht doof, der Gute. Hm? Er kann gerne öfter die Schnauze halten. Ja. Ja. Captain Flat ist wieder da. Wir wollen hier keine anderen Let's Player
Lieder machen. Außer PewDiePie, der stinkt. Aber seine Videos sind trotzdem lustig. Also zumindest manche Videos sind lustig. Findest du? Wie läuft denn die Grundschule für dich? Ja. Wieso hab ich eigentlich schon wieder... Ja, herzlich willkommen im Spiel. Wieso hab ich eigentlich wieder kaum noch Leben? Weil es immer so alle sind. Ja, okay. Platzki, Platzki, Blautski. Oh nein! Oh, da ist wieder einer gestorben. Mein Freund hat mich umgebracht, also mein Bro, mein Kumpel hat mich umgebracht. Nee, du bist in mein Schwert reingelaufen. Aber also, ja, Entschuldigung, dass ich dein Schwert. Wisst ihr, was das Problem ist? Na, du? Ja! Nee, ich meine, ihr sagt halt so, ja, nee, hier, PewDiePie und so, wie läuft's denn in der Grundschule für dich und so, ne? Aber ihr habt selber Bros, ne? Ja. Wobei Barney Stinson hat auch Bros. Ungefähr das schlechteste Argument, das du gerade bringen konntest. Wirklich. Welcome to my life, ja. Gut, ich bin erst auf die nächsten 30 Sekunden weg. Da bist du gut. Achso, ich bin Mist. Oh, einer von euch brennt. Ja, das ist okay, ich bin das gewohnt. Oh, da hinten ist Gegner. Fabian ist Teilzeitbrenner. Blut! Er ist kein Dauerbrenner, er ist ein Teilzeitbrenner. Ja, das ist okay. Hier unten ist ein Geheimgang. Ah ja, stimmt, euer Geheimgang. Jeder kennt alles. Ja, wir waren gestern schon in diesem Geheimgang. Ich muss dazu sagen, wir wollten gestern eigentlich schon die Aufnahme für heute machen. Nur leider habe ich vergessen, die Aufnahme zu starten. Was? Ich dachte, ich war alles vergessen von gestern. Ja, hast du doch auch alles vergessen von gestern. Achso, ja. Hier ist Lord Käsehobel. Lord Käsekönig. Kame! Hame! Ha! Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so ein Käse. Hä, wo bin ich? Ja, Fabian ist weg. Echt? Was? Wo bin ich? Oh, jetzt bin ich tot. Ah, Das hat mir Spaß gemacht. Also, ja. Und ich bewege mich von alleine. Echt, du bist mir leid, ich kann den Moonwalk machen. Ich mach den Moonwalk. Ich mach. Das ist ein Käsehobel. Damit hast du. Erleidest du weniger physischen Schaden. Ja, du, was bringt mir das? Du erleidest weniger physischen Schaden. Achso, ich erleide. Achso, ich dachte, ich teile weniger physischen Schaden aus. Nein! Folge meinem grünen Strahl! Okay. Wo war denn das nochmal? Bei X-Men hier gab's doch hier, wie heißt denn der? Der seine diese Strahl aus den Augen machen konnte. Cyclops. Ja. Cyclops, ja. Ach ja, was mussten wir hier nochmal machen? Den Typen erwoben die. Ah ja, stimmt. Ich habe Feuer. Also hier brennt. Oh nein, 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 ich bin der Tod. Oh. Ich bin der Todflug. Immer wieder gerne. Da kann man sehen, was letzte Multiplayer von. Teamplay hält. Ja. Oder von einem neuen Projekt der Let's Player. Wir werden hier diskriminiert und umgebracht, bevor es uns überhaupt gibt. Ich wüsste meine Träne weg. Ja. Ja. Kann man machen, ne? Kann man? Sieht so aus, als würdest du den Strahl streicheln. Oh. Ja. Das ist hier unten, ist hier noch irgendwas? Also da oben ist schon mal sehr jetzt ein Notausgang. Ja, ich sehe es auch gerade. Au! Wofür war das denn jetzt? Au! Es gab leider nur eine Überlebende. Das war vor allem die letzten Monate, dass ich wieder in der Mine schuften musste. Oh. Er hat das nicht freiwillig getan. Nicht? Du gerade gesehen hast, nicht. Achso, wir müssen ja erstmal lernen, Kälte zu machen. Nein, ich wollte die Gegner heilen. Das ist ja auch ein geiler Strahl. So ein Luftstrahl habe ich hier gemacht. Ah. Sehr schön, Fabi. Yeah. Aber Fabian hat von gestern gelernt. Echt? Was denn? Ja, Kälte. Ah. Kaltblütig. Ich weiß jetzt, wie man friert. Was ist für ein Sommer echt hilft? Au! Im Sommer friert, der nimmt das nicht. Rechter Trigger. Ihr wisst schon, dass die Tür offen ist, ja? Achso. Ups!
Nein, wir sind nur... Ah, jetzt erläutert uns übrigens die Mission etwas genauer. Das Kind der Prophezeiung. Ah ja, genau, das Kind der Prophezeiung. Was für ein Bösen. Das war die Ratte. Jetzt laufe ich wieder gegen die Wand hier. War das die Ratte? Leider sehen wir nicht deine Webcam, also wir können das nicht beurteilen. Nee, nee. Ich habe ein Brett vor dem Kopf. Wie immer. Wie immer, ja. Ey! Jetzt hängst du fest wie gestern, ich, ja? Ja. Au! Warum habe ich Feuer um mich herum? Warum tut ihr das? Wenn du einmal F gedrückt hast, Feuer. Ah, ach so, ja. Rakete! Ich lebe nicht mehr! Aus sozial-ökonomischen Gründen lesen sie nicht. Ah, jetzt habe ich die ganzen Skills auf wieder. Wieso bewege ich mich von alleine? Hallo! Das ist mir auch eben passiert. Jetzt nicht mehr. Ui. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein Feuerschild machen, wenn ihr so in eurem Feuer rumspielt. Oh! Ja, hier unten ist die sehr masochistische Puppe. Was, eine Puppe? Ja, die lässt sich gerne schlagen. Ah, okay. Was mir noch härter! Unglaublich, unglaublich! Wie schwach! Ah, danke, der Heilblitz. Hey, Flo? Flo? Ja? Was denn? Au! Au! Mach keinen Schaden. Mach keinen Schaden. Das ist ein Fußsoldat. Genau, so ein netter Freundschaftsluftstoß. So ein High Five. High Five ins Gesicht. Mit einem Stuhl. Mit einem Stuhl. Oh. Das war auch ein High Five. Freundschafts-High Five ins Gesicht mit einem Stuhl. Ja. Darf mich jemand. Kann mich jemand wiederbeleben? Nee. Okay. Oh. Glomski! Glomski, Glomski, Glomski! Ja, Chris ist tot. Ja. Achso. Allein schon, er sagt, es ist gefährlich alleine oder mit bis zu drei Mitstreitern. Also, im Grunde genommen, das, was man macht, ist gefährlich. So wird gezaubert. Ja, das wissen wir schon. Oh. Ich hab dich mit meinem Wiederbelebungszauber getötet. Der Anti-Wiederbelebungszauber. Ich bin rausgeflogen. Oh. Das Kapitel ist jetzt beendet. Was? Nee, er ist rausgeflogen. Ach, er ist rausgeflogen. Okay. Können wir ihn wieder einladen? Warte, ich mal schnell einfach. Ja. Oder kann ich so beitreten und gucken? Nee, warte, ich lade dich mal ein. So, ich hab dir eine Einladung gesendet. Ja, Chris muss jetzt ins andere Zimmer rennen, deswegen. Ich hab ihn schon eingeladen. Hä? Ja. Flo hat ihn eingeladen. Ja. Stirb! Oh, ups, Moment. Beleidigt mich mal wieder. Au. So. Oh. Moment. Ich will mal hinten diesen lustigen Schabernack hier am Ende betreiben. Stirb! Oh, doch nicht. Ups. So, hier oben können wir zu Skyrim. Das stirb! Abkürzung. Ah, hier stimmt. Oben ist eine Abkürzung in ein anderes Spiel. Da ist Skyrim. Ja, in welchem Spiel war das nochmal, wo man irgendwie... Skyrim. Ach ja, das war... Nein, das war, hier, dann, wie ist nochmal dieses Spiel? Wo man... hier die Stanley-Parable. Da konntest du auch Minecraft spielen. Ja, wo du zu Portal gekommen. Oder zu Portal, nicht so viel spoilern! Ja, hier ist auf jeden Fall... Joachim... Ja. Er ist gestorben. Oh. Hier war Joachim. Er war der Auserwählte! Der hat bei welchem? Flo? Ja, ich hab ihn getötet. Bei welchem Film war das denn nochmal? Hat er Auserwählte gestorben? Nee, ja, da war irgendwie so. Er war der Auserwählte! Was habt ihr getan? Oh, ups. Kennst du Star Wars den dritten Teil, wo dann schreit: Du warst der Auserwählte! Ja. Ja. Vor allem mit dem Dialekt auch noch. Du warst der Auserwählte. Tüdinger dir, ne? Anakin, du warst der Auserwählte. Plötzlich ist er so lustig. Der Italiener. Bäm! Klatschen du warst der Auserwählte. Genau so. Anakin, das hast das du. Das ist seine Frau gewesen. Ja, du hast deine Frau getötet. Hey, wisst ihr, was uns vorhin aufgefallen ist? Wir spielen auch GTA so ein bisschen, ne? Also GTA 5. In GTA 5 gibt es keine Kinder und keine Babys.
Nee, natürlich nicht, sonst könntest du die umbringen. Ja, eben. Ich glaube, das konnte ich. Da gibt's auch Kinder, die kann sie nicht umbringen. Wo? Gibt's da Kinder in Skyrim? Ja. Die kann man nicht umbringen? Ja, ja. Hunde. Scheißspiel, kaufe ich mir nicht. Ich glaube, das ist überall ausschreien. Nein. Du sollst die Kinder rausschneiden, also. Ich schneide immer Kinder aus brennenden Autos heraus. Das ist löblich. Wer nicht? Ja. Die ich vorher selber angezündet habe. Boah. Wir sollen vielleicht nochmal von vorne anfangen. Ich möchte nicht mit Let's Multiplayer zusammenspielen. Nein, ernsthaft? So. Okay, ja, er ist Admin, Mann. Er ist Admin. Du? Nein. In dem Spiel? Von deinem Kanal? Achso! Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch gehostet. Nein, wie gesagt, wir haben letztens auch gegen Massentierhaltung ausgesprochen im Kanal. Ja, das hab ich gesehen, das war sehr löblich. Flo, bist du Vegetarier? Was? Rudi Carell? Ich hab verstanden, Flo, bist du Rudi Carell? Ob du Vegetarier bist? Nein, bin ich nicht, wieso? Dann bist du ein verdammter Heuchler. Was? Ja, du kannst dich doch nicht gegen Massentierhaltung aufbrechen und dann weiterhin Fleisch essen. Doch. Verheuchler. Wieso? Ich kann doch zum Landstatter gehen. Aber als ob du das tun würdest. Ja, mach ich doch. Und wo? Bei Thies, heißt er. Okay, und die Tiere sterben trotzdem, ne? Ja, natürlich sterben die Tiere, aber nicht in der Massentierhaltung, sondern glücklich. Glücklich. Yay, endlich. Das sind alles Emo-Tiere. Yay, endlich sterben. Ja. Die haben alle schwarze Haare, die über ein Auge gehen. Ja, die sind alle in der Klinik. Oh. Hey, der hat eine Fanhand, hat er. Bist du bist du ein Vagabund, Fabian? Ich bin keine Vagina. Ich bin auch nicht Rudi Carell. Ich würde diese Vagina nicht kaufen. Oh, Entschuldigung. Ja, ist okay. Das geht mir auch manchmal beim Einkaufen, dass ich einfach sterbe. Aber zum Glück bin ich meistens dabei beim Einkaufen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, ja. Wow, hier explodiert ja alles. Ja, ich habe ein lustiges Spell gecastet. Cool. Lustig. Lustig, ja, witzig. Die nächste Runde ist gratis. Er hat sich totgelacht, der Gegner. Ja. Ich hab einen Witz auf ihn gecastet. Du hast einen Witz auf ihn gecastet? Ja. Jetzt verstehe ich den Witz. Aber scheinbar bist du immun gegen Witz. Du wärst jetzt tot. Der Kobold hier. Ich bin immun gegen Kritik. Und gegen Ironie. Ah. Ach, jetzt kommt hier wieder die Stelle. Wie war das nochmal? Ich muss mich, Du sollst sterben. Ich soll sterben, ja. Mal wieder. Das ist das Einfachste. Ja. Ach, der arme Niklas. Nee, ich würde gleich alles nochmal schön erklärt. Oben links in der Textbox. Ja, die ich nie lese. Aus Versehen. Box. Ups. Box One. Ah. So. Schild. Arkane, Arkane, Arkane. Auf mich selbst. Im Deutschen heißt das übrigens Tod. Und nicht Arkane. Ja. Achso. Hä? Okay. Ah, irgendwann hat er den Strahl aufgehalten. Das war nicht gut. Oh, ups. Ihr müsst euch auch schon von den Strahlen treffen lassen, ne? Ja. Ja. Weil jeder der Einzige ist, der von uns was kann. Hast du gesehen, was du gerade... Ah, scheiße, ich benutze die ganze Zeit Feuer und nicht Schild. Ich bin ein Idiot. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und du musst das Ding auch auf dich selber anwenden. Und der erste Weg zum Tod. Ja, das habe ich gemacht, deswegen bin ich hier verbrennt in die Dinger. Aber mit dem Laden. Ja. Ja. Ich habe mal gehört, dass jemand mal auf dem Wacken Open Air voller Elan in so einen Stangenmast reingefahren ist und sich dadurch einen Reifen zerstochen hat. Voller Elan, ja. Vielleicht erzähle ich die Geschichte irgendwann mal. Mal gucken. Hast du nicht gerade erzählt? Ja! Aber wie es weiterging. Es ging ja noch weiter. Er fuhr nämlich dann zum Reparaturdienst. Ich war das nicht!
Ich bin unschuldig. Er war der Fahnenmast. Ja. Ich hab so einen Finger aus dem Boden rausgehalten. Vor allem, dass das Auto zerstört. Ja. Oh, 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 oh. Ich lauf weg. Feuer, Feuer! Bang, bang! Gut, dass ich weglaufen bin, weil hinter uns waren Schafe drin. Echt? Der hat Schafe abgeschossen. Oh. Der war so schlecht, dass ich umgebracht wurde. Nee, doch nicht. Ich hab mich tot gelacht. Ja. Au! Das war echt viel. Ja. Der hat doch gegenseitig angepustet. Ja. Wir haben, wir haben den Sieg errungen. Ah, gut. Ja. Das war das Abenteuer. Das war das Abenteuer. Sehr schön. Ja. Magicka Sneak Peek. Am 26.05. geht's weiter. Schaut in der Zwischenzeit auch mal bei Bros und Spiele vorbei. Und ja, nicht zu vergessen, unten gibt's Kommentare, da könnt ihr lustige Kommentare in die Kommentare schreiben. Und um zu kommentieren. Um zu kommentieren. Ihr könnt auch Kommentare kommentieren. Die große Kommentare-Kommentiershow. Nee, das war gar nicht. Mit eurem Kommentator. Mit eurem Kommentator. Und auch Meta-Kommentare, die sind sehr beliebt. Meta-Kommentare? Ja. Oder Meta-Meta-Kommentare. Meta-Meta? Ja. Das klingt gar nicht so schlecht. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mögt. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und denkt immer dran, es gibt den Hashtag HidanFanClub. Den habe ich eingeführt übrigens. Ja, stimmt, den hat der Christian eingeführt. Und Fabian hat bald auch einen Fanclub. Und 1000 Abonnenten gibt es was Lustiges zu sehen, versprochen. Nicht ich habe schon. Hm? Nicht bei uns. Nicht bei, was gibt's bei euch denn bei 1000 Abonnenten? Kekse. Keks? Kekse sind super, ja. Vielleicht. Also, wenn ihr Kekse möchtet, schreibt es unten. Was? Was meinst du, Christian? Wir werden uns jetzt Herausforderungen widmen. Ja, das machen wir jetzt. Also sehen wir beziehungsweise im nächsten Part von Magicka 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sagt mal alle Tschüss. Tschüss.